So, hallo liebe Leute auf YouTube, es ist Dienstag, es ist der 9.11.2010 und somit wieder Zeit für die aktuellsten Arithmetik-Videos von der Vorlesung von Herrn Spannagel. Heute steht alles im Zeichen der Logik. Wieder einmal Videos zur Aussagenlogik, was zur Prädikatenlogik. Am Ende erzählen wir euch noch, was Exquantoren, sprich Existenzquantoren und was die Allquantoren sind. Vergesst nicht, die Videos von letzter Woche anzuschauen. Und natürlich auch die Videos von vorletzter Woche. Ne? Natürlich die Zahlenvideos. Aber natürlich könnt ihr auch den Channel abonnieren. Wir haben ja bislang die natürlichen Zahlen untersucht und sind dabei relativ axiomatisch vorgegangen. Letzte Woche haben wir die Ordnung auf den natürlichen Zahlen definiert und haben nochmal eine vollständige Induktion durchgeführt. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, bevor wir das alles gemacht haben, dass Sie mal alles vergessen sollen, was Sie an Mathematik wissen. Und wir haben alles ganz von Anfang an aufgebaut. Sie erinnern sich? Wir wussten nichts. Ja? Wir hatten zwar beispielsweise definiert, dass für alle natürlichen Zahlen gilt, dass wenn ich n plus 0 rechne, dass dann n rauskommt, aber dadurch wussten wir nicht automatisch, dass auch 0 plus n gleich n ist. Das musste erst bewiesen werden. Ja? So, Sie haben jetzt also den Eindruck gewonnen, dass wir alles ganz sauber von Anfang an aufgebaut haben. Ein bisschen unsauber sind wir dabei gewesen, denn wir haben trotzdem Dinge verwendet, die wir eigentlich noch nicht wirklich geklärt hatten. Nämlich, wir haben Logik verwendet. Ja? Also zum Beweisen haben wir bestimmte logische Schlüsse gezogen, von denen wir eigentlich noch nicht so richtig wissen, ob sie überhaupt funktionieren. Ja? Okay, man kann jetzt streiten, am Anfang habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen alles vergessen, was Sie über Mathematik wissen. Man kann jetzt streiten, ob Logik überhaupt zur Mathematik gehört. Ja, es gibt Wissenschaftstheoretiker, die sagen, Logik ist kein Teil der Mathematik, sondern ist eine eigenständige Disziplin. Ja, andere würden es vielleicht der Philosophie zuordnen. Okay, kann man sich drüber streiten. Ja. Insofern machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Logik. Und zwar beginnen wir mit der Aussagenlogik. Okay. Das zentrale Element der Aussagenlogik ist, wie Sie sich vielleicht denken können, die Aussage. Ja? Und da sind wir immer noch ein bisschen zu unruhig. Das zentrale Element der Aussagenlogik ist die Aussage. So, was ist eine Aussage? Eine Aussage ist eine sprachliche Äußerung, die wahr oder falsch sein kann. Also beispielsweise, heute ist schlechtes Wetter, ist eine Aussage. Denn die kann wahr oder falsch sein. Und wenn Sie alle mal nach draußen schauen, ja, dann ist die Aussage wahr. Die Sonne scheint, ist ebenso eine Aussage, die wahr ist. Ja, sonst wäre es ja dunkel draußen. Immer eine Aussage, die falsch ist. Der Dozent ist heute pünktlich in die Vorlesung gekommen. Ja? Das ist auch eine Aussage, die allerdings heute falsch war. Okay, also eine Aussage ist eine sprachliche Äußerung, die wahr oder falsch sein kann.
Hallo ist keine Aussage. Ja? Hallo kann wieder wahr oder falsch sein. Oder wie geht's ist auch keine Aussage. Oder, entschuldigen Sie, Idiot. Ja? Auch keine Aussage. Ja? Obwohl, vielleicht denkt sie, stimmt. nee, Quatsch. Okay, also, ja, Aussagen können wahr oder falsch sein. So. Jetzt, wenn man so eine einzelne Aussage hat, das Wetter ist schön, ja, wäre eine falsche Aussage, ist es ja noch nicht so richtig spannend. Das heißt, man möchte Aussagen miteinander kombinieren. Beispielsweise folgendes. Das Wetter ist schön und, oder nehmen wir eine andere, das Wetter ist schlecht und ich habe meinen Schirm vergessen. Ja? Das sind zwei, ist eine Gesamtaussage, die besteht aus zwei Aussagen. Das Wetter ist schlecht auf der einen Seite und ich habe meinen Schirm vergessen auf der anderen Seite. So. Und jetzt kann diese Gesamtaussage wahr sein oder falsch sein in Abhängigkeit der Wahrheit der Teilaussagen. Ja? Das Wetter ist schlecht, ist wahr. Ich habe meinen Schirm vergessen, ist auch wahr. Also ist die Gesamtaussage, das Wetter ist schlecht und ich habe meinen Schirm vergessen, wahr. Wenn ich jetzt meinen Schirm aber nicht vergessen habe, dann ist die Gesamtaussage, das Wetter ist schlecht und ich habe meinen Schirm vergessen, falsch. Weil eine dieser Teilaussagen falsch ist. Ich habe ja meinen Schirm dabei. So. Und damit beschäftigen wir uns jetzt mit der Wahrheit solcher Aussagen und der Kombination solcher Aussagen. Und anschließend werden wir ein paar Dinge beweisen. So. Na. Nehmen wir mal eine Aussage, und die Mathematiker, die halten sich ja nicht so gerne an Beispiele erstmal, ja, sondern wir nehmen gleich mal den allgemeinen Fall. Wir haben eine Aussage A. Und diese Aussage A kann falsch sein oder wahr. Okay? So, das sind jetzt unsere Abkürzungen. Jetzt führen wir gleich mal ein neues Zeichen ein, nämlich die Negation. Negation. Bedeutet nicht, so. Und für die Negation benutzen wir so einen Haken hier, ja? Nicht A. So. Wenn A beispielsweise die Aussage ist, das Wetter ist schön, dann ist nicht A die Aussage, das Wetter ist nicht schön. Okay? Wenn A falsch ist, was ist dann mit nicht A? Ja? Das müsste wahr sein, genau. Ja. Naja, okay. Und hier unten genau andersrum. Wenn A wahr ist, ist nicht A falsch. Ja? Okay. So. Jetzt ist das sozusagen die einzige Operation, die wir jetzt definieren für eine einzige Aussage. Für alle weiteren brauchen wir zwei Aussagen. So, nehmen wir mal zwei Aussagen A und B. So, beide Aussagen können wahr oder falsch sein. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten muss ich hier eintragen? Ja? Vier. Vier. Diktieren Sie mal. Beginnen Sie vielleicht mal mit dem hier. F. Ja, machen wir es mal irgendwie systematisch, ne? F. Ja. B. Sehr schön. B. Ja. B. Dann machen wir F. Ja, genau. Okay, und jetzt? B. Sehr schön, genau. So. Ja. Beide Aussagen können falsch sein, eine kann falsch sein, eine kann wahr sein, andersrum und beide können wahr sein. So.
So, jetzt führen wir mal das Und ein. Das Und, das schreibt man so. Ja? A und B. Das nennt man Konjunktion. Und. Okay. Was muss ich hier reinschreiben? Ja? Was sagen Sie nochmal? Die ersten drei F und dann W. Erklären Sie mal warum. Wenn es A und B heißt, dann müssen die wahr sein. Und das bei den ersten drei Fällen ist mindestens eins nicht wahr. Also in der letzten Fall ist es beide, als ich die anderen was habe. Genau, ich wiederhole es nochmal. Und ist dann wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind. Ja? Wenn eine von beiden nicht wahr ist, dann ist auch die Gesamtaussage nicht wahr. Also nehmen wir mal folgendes Beispiel. Tim trinkt gerne Bier. Wahr oder nicht wahr? Wahr. Okay. Tim trinkt gerne Wein. Manchmal. Manchmal. Oh. Mit manchmal beschäftigen wir uns nachher noch. Okay. Also, nein, falsch. Nein, nicht falsch. Okay. Also wäre die Gesamtaussage, Tim trinkt gerne Bier und Tim trinkt gerne Wein, falsch, weil nur ein Teil der beiden wahr ist. Okay. Nächste Operation. Jetzt nehmen wir mal das Oder. Das Oder hatten wir schon mal gehabt. Sie erinnern sich, bei der Definition der Ordnungsrelation hatten wir irgendwo mal so ein Oder verwendet. Das war dieses Symbol hier gewesen, das V. So, ja, ich schreibe nochmal das Fremdwort hier hin, für diejenigen unter Ihnen, die Fremdwörter mögen. Das ist die Disjunktion oder. Ah, oder hier. So, okay. Jetzt wird es spannend. Was muss ich reinschreiben? Ja. Also oben ganz oben falsch und da landen wir nicht wahr. Ganz oben falsch? Ja, und da landen wir wahr. Und alles andere wahr. Ja, ich schreibe es nur als Hypothese hin. Wer ist anderer Meinung? Ja? Die Mitarbeiter könnten auch falsch sein. Die mittleren beiden könnten auch falsch sein. Falsch, wahr? Ich schreibe das mal als Hypothese daneben, ja? Ja? Ich habe nur das letzte noch falsch gemacht, schreibt wahr. Das heißt ja, eins muss richtig sein, oder also das eine ist zum Beispiel richtig oder das andere. Und beim letzten sind ja beide richtig, das wäre ja dann eigentlich das Problem. Okay, ich wiederhole es nochmal laut. Sie meinen, Sie würden das letzte auch noch falsch machen, also dieses falsch, die beiden wahr, weil es heißt ja oder, das heißt, es muss eins von beiden richtig sein und da unten werden beide richtig. Okay. So, jetzt haben wir hier drei Hypothesen. Also, vielleicht gehen wir erstmal auf die mittlere ein. Angenommen, hier würde auch FF stehen, also FFFW, dann wäre das ja das gleiche wie bei und. Dann bräuchten wir das oder nicht. Ja, nehmen wir das mal wieder weg. So. Jetzt haben Sie genau das Problem herausgefunden, das viele mit dem Oder haben. Das Oder in der Mathematik, also dieses Oder, ist kein Entweder-Oder. Das ist das sogenannte, Kaffee- oder Zucker-Oder. Ja, wenn Sie irgendwo Milch oder Zucker. Ja, also wenn Sie irgendwo Kaffee bestellen, dann fragt man Sie, ob Sie gerne Milch oder Zucker möchten. Dann meint man ja nicht, dass Sie nur entweder Milch oder Zucker nehmen können, aber nicht beides zusammen, sondern Sie könnten ja theoretisch auch beides zusammen nehmen. Ja, also wir haben hier ein Milch oder Zucker, oder? Das heißt, das Oder ist auch wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind.